Am Samstag waren die Sylter Stiefelwerfer im Sylter Osten unterwegs. Zweimal im Jahr dreht sich einen Nachmittag lang alles um den formschönen gelben Wasserschutz. Seit mehr als 20 Jahren wird auf der Insel die uralte Tradition des Stiefelwerfens gepflegt. 14 Werferinnen und Werfer machten sich in Morsum auf den Weg. Die Stiefel müssen beim Wettbewerb so weit wie möglich geschleudert werden. Das war am Samstag denkbar schwierig. Eine steife Brise pustete die Stiefel in so manch schwierige Situationen, die bei den Stiefelwerfern für viel Heiterkeit sorgten. Der Weg ist das Ziel. Weiter ging es in Richtung Aichsum und wieder zurück nach Morsum. Nachwuchssorgen plagen die Sylter Stiefelwerfer keiner. Am Samstag waren 3 junge Werfer eifrig mit dabei. Im Friesenpesel ließen die Stiefelwerfer den Nachmittag gesellig ausklingen. Die Gewinner wurden gekürt und die Siegermedaillen verteilt. Ja, Claudia, also das hoffentlich ein Ansporn auch fürs nächste.